Ja, was? Läuft das? Ja, es läuft. Ich sehe das halt. Es läuft alles. Okay. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hallo. Spielen wir heute mal wieder Star Stable? Yes, weil es mir beim letzten Mal so viel Spaß gemacht hat. Yes. Und heute darfst du dir ein eigenes Pferd kaufen. Cool. Du darfst es benennen. Cool. Und ausstatten vielleicht sogar, je nachdem. Ich möchte erst erklären, wie das funktioniert, bevor du dich hier zu schnell entscheidest. Ja. Hier bist du quasi an dem Anfangshof. Okay, ich sehe, hier gibt es zum Beispiel schon Pferde. Genau. Und hier kannst du zum Beispiel dir schon ein Pferd aussuchen. Mhm. Aber wenn du da auf Rassen ansehen gehst, mhm, siehst du halt, oh, die, ja, die es hier gibt, die du hier kaufen bei diesem Ort. Genau. Es gibt aber woanders, es gibt noch ein andere. Mustang. Ja. Sieht auch aus wie Spirit. Spirit, ein Muster. Oh, das ist aber auch schön hier. Mhm. Oh, oh, die sind alle schön. Okay, weiß Bescheid, aber ich möchte mich noch nicht zu früh entscheiden. Das heißt, ich darf heute ein bisschen shoppen. Ja. Okay, dann machen wir das mal. So, das ist dieser Ort jetzt, ne? Genau. Das ist der Anfangsort. Ja. So, dann reisen wir erstmal jetzt auf verschiedene Orte. Mhm, und dann guckst du dir an, welches Pferd du haben möchtest. Das steht dann natürlich in meinem Stall. Ja, leider. Warum leider? Das ist doch mein Pferd. Ja. Okay. Also, Karl, das Angebot steht doch immer noch. Dass so, wo sind wir gerade hier, ne? Genau. So, dann gehen wir jetzt mal einfach hier durch. Du musst dann mal gucken, wo du da rauskommst und wo da die Pferde sind. Mhm. Da ist ja immer so ein Dollarzeichen darüber, ne? Ja, also so eine Münze über den Pferden. Ach ja, das ist das im Wald so ein bisschen. Ein bisschen World of Warcraft-mäßig. Das habe ich erst neulich entdeckt, dieses Dorf. Eigentlich ganz cool. Das musst du erst entdecken und dann kannst du dahin schnell, ja, genau, reisen, ne? Ich habe halt echt noch nicht so viel gesehen. Okay, jetzt ist die Frage, wo sind hier die Pferde? Ja. Aber es gibt überall Pferde. Eigentlich ja, meine ich. Ich glaube zumindest überall, wo ich bisher so war, konnte man überall auch Pferde kaufen. Zumindest halt in den größeren Ortschaften. Ja, wo sind jetzt hier die Pferde dann, ja? Ja, da musst du mal ein bisschen suchen. Du musst dir das ja auch irgendwo erarbeiten. Ah, da oben auf dem Radar kann ich sehen. Also ich sehe hier keine Pferde. Ah, doch, hier, da sind sie ja. Da. Die sehen aber sehr ähnlich aus zu denen von eben, ne? Ja, schon. Sind noch mal ein paar andere Finnpferde gibt es hier. Finnpferde, okay. Morgen. Auch Mustang, aber in auch... In mehreren Ausführungen, ja. Oh, das ist schön eigentlich. Tennessee Walking Horse hier. Du kannst auch immer draufklicken und dir Größe angucken. Ja, okay. Schon eine hübsche Farbe. Weiß ich Bescheid. Ich merke, du merkst hier überall so ein, zwei, die dir gefallen und dann, ja, wirst du dann zurückkommen. Ja, ich gucke erstmal, ne, wo ich dann tatsächlich... Wo du den größten Catch machen kannst. So sieht's aus. Es gibt ja auch Pferde, die sind limited. Mhm. Zum Beispiel Ashby, auf dem du gerade sitzt. Das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen. Ich glaube nicht. Okay, dann geht es jetzt nach Fort Pinter. Da waren wir ja schon beim ersten Video. Mhm. Mal gucken, was es da für Pferde gibt. Vielleicht gibt es da ein Wasserpferd. Gibt es sowas? Keine Ahnung. Also ich habe zum Beispiel das andere, das Fairy Whisper, das lilafarbene, das habe ich von hier gekauft. Mhm. Okay, das ist auch direkt hier vorne. Genau, du kannst hier mal gucken. Aber ich glaube halt Fairy Whisper und Rainbow Sparkle, das gibt es hier nicht mehr. Oh, guck mal, aber das ist auch so ein besonderes. Galaxy, okay. Sieht jetzt nicht Galaxy aus. Hier sind jetzt nicht so viele und ehrlicherweise auch nicht so besondere. Ist auch ziemlich am Anfang, ehrlicherweise. Okay, vielleicht auch dementsprechend nicht besondere Pferde. Ich meine, sie sind alle besonders, aber jetzt nicht so besonders. Kannst du mal gucken, ob da vorne irgendwas ist, da bei der Mauer, weil da gab es halt die anderen Pferde. Da neben der Mauer, weil wenn es halt so Special-Pferde gibt sozusagen, dann gibt es die nicht an den normalen Ort. Wo denn jetzt hier? Nee, rechts, 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 rechts. Okay, die sind nicht mehr da. Willst du Tanzbattle machen? Nein. Heute möchte ich nur einkaufen, Daniel. Shopping! Wenn ich mal schon die Möglichkeit habe, mir ein Pferd zu kaufen, das passiert auch nicht alle Tage. Das ist wohl wahr. Dann machen wir das mal heute. Hast du denn so ein Wasserpferd, willst du? Ja, ich schaue jetzt erstmal. Ich schaue jetzt erstmal. Ich möchte mich von dir auch nicht beeinflussen lassen, weil da muss ich vielleicht auch ein billiges Pferd kaufen. Billiges? Ja. Warum? Weiß ich nicht, weil du geizig bist. Findest du? Ja, schon. Findest du mich geizig? Okay, wir sind hier beim Zirkus. Mhm. Ja, da siehst du auch, wo ich das Pferd hier habe. Das ist Zonny. Da musste man so Aufgaben machen, um den Zirkus aufzubauen sozusagen. Hier gibt es, glaube ich, nur, ja, das, okay, Zonny. Hättest du mir auch vielleicht auch sagen können. Nö, warum? Es kann ja sein, dass du eins haben willst, obwohl ich schon eins habe, aber man weiß ja nicht. Silver Great. Zum Rumreisen kannst du auch diese Schillinge-Dinger nehmen. Ja, okay. Für die Starcoins, für die Sachen. Das wäre wieder mal geizig. Nein, aber einfach, damit du mehr Geld ausgeben kannst. Ja, ist okay. Ist okay. Schmeißt dir sonst dein eigenes Geld zum Fenster raus. Ich weiß gar nicht, ob es hier Pferde gibt dann, ja.
Doch, die sind ein bisschen außerhalb von dem Dorf, aber ich glaube, du läufst schon in die fast in die richtige Richtung. Ist andersrum? Ja. Ja. Okay, dann schauen wir mal hier. Oh, guck mal, hier sind Angebote. Nice. Sale! Hör mal! Einfach alles im Sale! Oh, das finde ich auch schön. Ja, okay, ich muss mir das merken. Ich muss mir das alles merken. Ein Pferd kriegst du, gell? Eins. Das werden wir sehen. Ein Pferd. Es gibt Angebote. Ja, aber ein Pferd reicht doch. Ja, ist okay, ein Pferd. Du kümmerst dich dann eh nicht drum. Ach so, du kümmerst dich aber um deine Pferde, die du hier hast. Deine 20. Ich habe keine 20. Ja, aber du kümmerst dich auch nicht um deine Pferde. Ja, ich würde mich... Du spielst das Spiel noch nicht mal wirklich aktiv. Naja, ich war in letzter Zeit auch nicht hier zum Spielen. Starshine Ranch? Hast du schon wieder mit Starcoins bezahlt? Du nimmst dir dein eigenes Geld weg. Du hast über 5000 Starcoins, entspann dich mal. So, ich würde sagen, wir schauen uns das hier nochmal an und dann entscheide ich mich für ein Pferd. Ich glaube, es gibt halt aktuell auch wieder so irgendwo so Special Pferde. Aber ich bin mir gerade halt nicht ganz sicher, wo. Oh, das ist vielleicht schön. Ich merke, du magst so helle Pferde ganz gerne oder Pferde mit viel Kontrast. Nö, ich finde das zum Beispiel auch sehr schön. Das finde ich super. Guck mal, wie schön das ist. Oh, toll. Ich wusste nicht, dass du so ein Pferdeenthusiast bist. Komm, einen Ort nehme ich noch mit. Okay. Weil ich bin jetzt gerade noch nicht so ganz zufrieden, ja, wenn ich jetzt hier kaufen würde. So, wir nehmen noch Steve's Farm, komm. Schauen wir uns noch Steve's Farm an. Schau mal da hin, weil meine Kamera ist immer da. Die ist auf der anderen Seite. Ja. So, wir sind auch schon direkt hier bei Steve. Gucken, was der so für Pferde hat. Steve. Oh, guck mal, wieder. Ja, glaub, das sind die gleichen. Ich glaube, das ist da, wo du gerade warst. Ist noch schneller da gewesen. Ja. Ach, guck mal, das ist aber auch schon schön. Willst du dich entscheiden, welches Pferd von denen, die du so gesehen hast bisher, dir am besten gefallen? Ich nehme das mit dieser Mähne aber. Ja. Auch ein richtiger Schnapper. 518. Was heißt personalisieren? Du kannst jetzt den Namen auswählen. Oh, guck mal, Crow hat eigentlich ganz gut gepasst. Crow Knight. Oha, das ist so ein richtiger Name. So, also, kann ich das jetzt nicht kaufen? Oh, der Level ist zu niedrig. Wo sehe ich das denn, welches Level ich brauche? Hier, Level 9. Ja. Ja, das tut mir leid, das hatte ich jetzt auch nicht ganz auf dem Schirm. Ja, Level 9, toll. Ich bin zu schlecht. Mein Pferd ist auf Level 9, aber ich bin nur auf Level 6 leider. Ich glaube, hier kann ich sowieso nichts kaufen. Ich muss Leuten mehr Gefallen tun. Ja, danke dann, ja. Dann gehe ich mal zum Anfang wieder zurück. Aber warum konnte ich denn bitte das Pferd kaufen? Vielleicht war das unabhängig von Level. Ja, wahrscheinlich. Das tut mir leid, Karl. Ja, toll, werde ich hier noch veräppelt von dir. Ich wollte dich nicht veräppeln. So, geh mal zum Startpunkt. Ja, die kannst du auf jeden Fall alle kaufen. Da waren auch schon schöne dabei. Zum Beispiel der Araber, der war sehr schön. So, ja, guck mal, die kann ich hier anrufen. Dann schau mal. Ja, komm. Ich hol mal. Den Araber. Ja. So, aber ich will, ja, bleiben wir mal Standard. Okay, was hatten wir? Crow. Crow Knight hattest du. Bisschen Batman. Hab ich auch gerade gedacht. Pferd kaufen! Herzlichen Glückwunsch! Guck mal! Das ist dein Pferd. Dankeschön! Ist das nicht wundervoll? Guck mal, dein erstes eigenes Pferd. Aber ich brauche ein paar Accessoires für dieses Pferd, ne? Ja, ist in Ordnung. Kannst du dir holen? Ich bin gleich wieder da. Okay. Das hättest du vielleicht nicht machen sollen dann, ja. So, globaler Shop. Okay. Was ist das denn? Ich möchte jetzt ein bisschen was vom Look holen. So, ich hatte gesehen, Dani hat auch so Tiere. Also hier so Haustiere. Oh, ich will ein Kätzchen. So eins. Kleidung, ah, muss ich sagen, das bleibt ja bei Danja. Ich will was für mein Pferd. Ja, komm, sowas hier, das sieht doch gut aus. Gekauft. So ein Zeug. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht, also will ich nicht. Satteltasche. Nö. Ein bisschen Dekoration. Nö, möchte ich erstmal nicht was. Wir gucken jetzt erstmal. Einmal aussteigen. Dann ist noch nicht da. Perfekt. Guck mal, wir können jetzt die Hufe auf. Hufe. Damit wir ein bisschen XP bekommen. Achso, ich brauche eine Satteltasche. Okay. Sieht jetzt nicht so gut aus, aber ist okay. Ja, nicht schlimm. Was brauche ich noch? Achso, ich brauche eine Satteltasche. Okay,
Let's go! Bisschen shoppen! Oh, jetzt habe ich ein Kätzchen, das ist mit dabei. Ist das süß? Guck mal, wo ist das Kätzchen? Da bist du! Oh, wie süß! So, ne, was können wir denn noch kaufen? Was können wir denn noch kaufen? Ach, wir können noch eine. Ich hole noch eine. Ich brauche noch eine noch ein weiteres Pferd. Ein Pferd ist gut, aber wer ist mit zwei Pferden? Das ist ja jetzt so. So, wir waren hier am See vielleicht noch. Mal schauen, da haben wir noch nicht. Vielleicht finden wir da ja was. Ich komme hier ein bisschen rum. Ich habe ein bisschen mehr HP. XP. Habe ich Level up. Oh, hier schön, ein bisschen durch die Landschaft. Schnell. Wir waren hier schon auch. Ich hätte hier, glaube ich, auch einfach ja, hinreisen können. Ach, stimmt, hier haben wir Finnpferde. Ach komm, Mustang muss jetzt sein. So. Das ist... Honey Beauty. Level 7, ich krieg so viel, ey. Dann ja, Mann. Sind die alle Level 7? Level 6, das kann ich mir noch holen. Gut, dann bleibst du jetzt bei dem Finnpferd. Ja, komm. Honey Dream. So, kommen wir noch ein Pferd. So, komm. Oh, wir haben noch ein Pferd gekauft. Ist das nicht toll? So, reiten wir jetzt. Weil auch hierfür brauchen wir natürlich. Einmal runter. Gucken, ob, ja, komm, hier fährt Bürsten. Aber dann ja nichts sagen, bitte. Es bleibt unter uns. So, okay, dann müssen wir hier nochmal in den globalen Shop. Ich glaube, wir machen das jetzt wieder hier. So. Ja, finde ich passt. Oh, wir brauchen aber noch ein Haustier. Da vielleicht so ein Hund. Schüchterner Terrier. So. So, guck mal. Da will Terrier dabei. Und das hier ist der Honey Dream. So, Leute. Ich glaube, Danja kommt auch gleich mehr nach oben. Das heißt, ich kann das Video hier schön beenden. Sorry. Kein Problem. Ich habe jetzt einmal zwischendurch weitergespielt. Was ist denn das? Das ist mein Pferd. Nee. Doch. Halt, stopp. Nö, ich kann jetzt nicht stoppen. Was ist? Das ist nicht dein Pferd. Das ist Honey Dream. Ich hab den Namen geändert. Und was ist denn das da in der Tasche? Das ist ein schüchterner Terrier. Ein schüchterner Terrier? Ja. Problem damit. Und was ist denn das für ein Sattel und alles? Geh mal bitte hier auf den Shop. Ich zeig mal bitte. Ja, hier. Kollege! Was denn? Du hast ja noch nicht alles ausgegeben, aber ich sehe, du hast ein bisschen geshoppt. Ja, also ich dachte, wenn schon, denn schon. Also ich habe jetzt zwei Pferde, zur Info. Ja. Ich habe Honey Dream und ich habe Crow Knight. Ja, den da war ich ja noch dabei, ja. Genau, das ist Honey Dream. Ja, was ist das für ein Pferd? Keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß, ich glaube Finnpferd. Mhm. Weil bei der anderen hat das Level wieder nicht gereicht. Ja. Mhm. Aber ja, ich habe jetzt zwei Pferde. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier zurückkomme zu dir, ja, und Star Stable spiele... Hast du ein Pferd. Habe ich zwei Pferde. Zwei Pferde. Und Haustiere. Einmal eine Katze und einmal einen Hund. Läuft bei dir. Bin ich zufrieden mit. So, können wir gerne wiederholen. Hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich zwei Pferde. Hast du dich auch schon gekümmert um die Pferde? Ja, natürlich, damit das Level hier auch hochgeht. Ah, sehr gut, immerhin. Kannst du mal sehen. Also, Karl hat hier ein bisschen was eingekauft, aber ich bin nicht böse. Ich freue mich, dass du dir was gekauft hast. Weiß ich. Schön. Dankeschön. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei dem Video und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao. Tschüss.